spätes herzliches Willkommen und ganz kurz den Trainer. Bitterer Tag, aber gibt es auch Positives zu sehen heute nach dem 2:7 gegen den regierenden und künftigen Meister? Ich glaube, dass sicher noch schönere Tage kommen werden in der Zukunft, weil der Tag war sicher nicht ein Tag, an den man sich gerne erinnert. Vom Spiel selbst war es so, denke ich, die ersten Minuten war das erwartete Spiel, wo eigentlich Salzburg ein bisschen besser im Spiel war, als da einfach besser gegen den Ballen gearbeitet haben. Danach haben wir eigentlich ein bisschen Ruhe gebracht und haben damit 1-0 eigentlich das genau in die Richtung gebracht, weil ich glaube, dass das Spiel da für uns nicht so schlecht war. Ja? Also haben das ganz gut gemacht, führen 1-0. Und dann ist es so, dass das 1-1 leider gleich draufgekommen ist, plus dass das halt eine Fehlentscheidung war, wobei es sehr, sehr eng gewesen, aber trotzdem eine Fehlentscheidung. Und ich glaube, was uns dann 100% das Knack gebrochen hat, war das, Boston das 2-1 zu kriegen. Und dann die größte Thematik war heute der ruhende Ball bei uns. Also ich denke, wir haben so schlecht einen Ball verteidigt, den ruhenden, und haben sie da wirklich das Leben selbst schwer gemacht. Und deshalb ist es dann in der Höhe ausgegangen. Aber wenn man die Bälle nicht aktiv verteidigt in der Box, dann wird es schwer, ganz gleich gegen wen man spielt. Aber dass Salzburg eine gute Mannschaft ist, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Also sie haben jetzt zwar für mich jetzt nicht die großen Möglichkeiten vorgefunden aus dem Spiel raus, aber es ist einfach so, runde Bälle zählen genauso im Fußball dazu, und die haben sie heute echt mit dem Schoberschlag haben sie einen unglaublichen Schützen, und sie haben es einfach besser attackiert und dementsprechend getroffen, und deshalb ist kein schöner Tag heute, aber das Leben geht trotzdem weiter. So ist es. Danke, darf um eure Fragen bitten, kurzes Handzeichen, und Mikrofone sind auf beiden Seiten. Christian Hakel macht den Start, bitte. Gestern sind wir da noch gesessen und du hast sehr die Mentalität gelobt, das hat deiner Mannschaft, obwohl das Hartberg war irgendwie ein Unfall, Selbstfaller. Wir haben geredet, dass diese Müdigkeit, dieses Zahnfleisch der Herkrein schon sehr anstrengend ist. Ist es da heute ausgebrochen? Es war ja dann auch diese, war das Gefühl, sie kennen nicht, gar nicht so, sie wollen, irgendwie überall spät, war das irgendwie... Nein, ich glaube einmal, wenn du in die Pause reingehst mit einem 4-1, da ist schon gewiss, dass du das Spiel wahrscheinlich nicht mehr hochgewinnen wirst. Also so viel wird jedem Spieler bewusst sein, und dass man es dann in Wahrheit versucht, dass man sehr wohl hinten kein Tor mehr kriegt und trotzdem Möglichkeiten nach vorne kreieren kann, das ist dann ein schmaler Grat, und ich glaube, dass die Jungs dann schon alles noch versucht haben, aber es ist einfach so, ich glaube, in den letzten Wochen, Monaten war es halt wirklich so, dass wir immer am Limit waren, jetzt von der Spieleranzahl her, von dem Verletzten, und dass es dann so ein Spiel gibt wie heute, das kann dann vorkommen, ohne dass ich jetzt darüber glücklich bin, oder es wird auch kein Spieler darüber glücklich sein, aber heute war eben dieses Spiel, das was man wahrscheinlich in der Karriere einmal haben wird. Und es ist dann nicht alles für Salzburg aufgegangen, weil nochmal, sie waren die bessere Mannschaft, keine Frage, aber es war jetzt nicht so, dass sie im Prinzip die unglaublichen Chancen vorgefunden haben. Sie haben einfach die Rundenbälle wirklich, waren sehr effektiv. Danke, bitte sehr. Kann man gegen eine Mannschaft, gegen die beste Mannschaft Österreichs, als Trainer noch irgendwas machen? Wie kann man einwirken, wenn man zur Pause 1-4 hinten liegt, das Spiel offensichtlich auf verlorenem Posten steht? Es wird immer wen geben, der was sagt, er hätte einwirken können, aber ich, meine Behauptung, und da wie er nicht allein dasteht, der was sich ein bisschen im Fußball auskennt, beim 4-1 gegen Salzburg, da weiß ich nicht, ob da ein Trainer sagt, Jungs, jetzt gehen wir raus und schauen wir, dass wir 5-4 gewinnen. Also ich glaube, dass das nicht realistisch ist, weil die einfach einen unglaublichen Speed haben. Man darf nicht vergessen, die haben halt schon Spieler wie ein Okafor, der 11 Millionen gekostet hat und der was oftmals von der Bank kommt. Ein junger Adeyemi, der was 17 ist, der was 3,5 Millionen kostet. Nicht? Ich meine, ich würde das jetzt nicht da so hinnehmen. Wir haben es eigentlich die letzten 3 Mal gegen Salzburg immer gut gemacht, und waren enge Spiele. Aber wenn du dann im Prinzip eben die Bälle nicht gut verteidigst, wie es wir erst Halbzeit gemacht haben, eben sobald der Ball in die Box gekommen ist, dann zählt es genauso. Und 4-1 hinten zum Liegen in der Halbzeit, da musst du eher die Spiel aufrichten, plus ein paar andere Worte noch sagen. Aber
dass wir dann weiterhin die runden Bälle nicht so verteidigen, das ist dann nicht das Allerbeste gewesen heute. Dankeschön. Bitte sehr. Wie hat Ihnen die Doppelspitze Kara Kitagawa gefallen in der ersten Halbzeit? Es ist ja so makaber bei dem Spiel. Ich denke auch, dass der Salzburg besser ins Spiel gekommen ist, aber wir dann eigentlich gut mitgespielt haben. Und Kara, der Erdschan, das hat es sehr gut gemacht, hat Bälle gut sichern können, hat für mich wirklich ein absolut gutes Spiel gemacht, abgesehen von seinem Tor und von seinem Assist. Er hat wirklich Bälle sichern können. Und beim Kohl war es auch so, dass ich grundsätzlich hätte ihn drin lassen. Aber nachdem ja der Taxi die fünfte gekriegt hat, war mir klar, dass wir jetzt schon auf Sonntag schauen müssen, weil wir da fitte Spieler brauchen. Und das ist der Grund gewesen, warum der Kohl rausgegangen ist. Bitte, Rainer, das Mikrofon ist unterwegs. Gleich anschließend, was sagst du zur Aktion vom Taxi Funtus als Ersatzspieler, sich wegen Kritik die gelbe Karte abzuholen und dann gesperrt zu sein? Und wie kriegt man diese Niederlage jetzt gut aus den Köpfen wieder raus? Das ist ja doch keine ganz normale Niederlage, wenn man 7 Stück kassiert. Eine ganz normale Niederlage war es nicht, aber es war ein falscher Ansatz, wenn ich jetzt hingehe und dass man auf einmal alles vergisst, was in dem letzten Jahr passiert ist. Also ich denke mal, dass wir bis jetzt eine unglaublich gute Saison gespielt haben. Und das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das Resultat ist heute für uns natürlich nicht das Allerschönste und für keinen Spieler. Aber ich glaube, wir wollen jetzt nicht vom Ziel, von den letzten 3 Spielen, dass wir da irgendwas jetzt da großartig, dass wir alles auf einmal wegwerfen. Das tun wir sicher nicht. Also es wird angesprochen werden, das Spiel muss ja angesprochen werden. Aber wir haben jetzt eben noch 3 Spiele, wo wir alles noch einlegen müssen und auch tun werden. Funtus, ja, ist ein Spieler, der was heute uns keinen Gefallen getan hat. Aber ich werde da jetzt nicht großartig hier über ein Taxi reden. Ich glaube, das kann ich schon hinter verschlossener Tür besser. Alles klar, bitte, dann letzte Reihe hinten. Herr Kübo, am Sonntag bereits das nächste Spiel. Ist es auch ein Vorteil, dass man dieses Spiel heute vielleicht auch so schnell abhaken kann, weil das nächste Spiel eben jetzt gleich danach bevorsteht und eine kleine Nachfrage, waren dann doch die vielen Verletzten, vor allem gegen eine Mannschaft wie Salzburg, dann doch des Guten zu viel? Nicht nur gegen Salzburg, wir haben eigentlich das ganze Jahr so viele Verletzte und deshalb will ich schon betonen, dass die Burschen das bis zum heutigen Tage echt gut gemacht haben. Also man kann nicht über Monate hinweg auf Spieler verzichten oder wie es jetzt in dem Modus ist, wo du alle 3-4 Tage Spiele hast und wiederum Verletzte hast und da müssen Spieler, der Maxi Ullmann war Min Maxi Hoffmann, die einzigen 2 Spieler. Es gibt noch 2 weitere Spieler, die was eigentlich jede Minute gespielt haben. Ja? Maxi Hoffmann hätte ich zum Beispiel nicht rausgenommen, weil er gut war, aber es ist einfach die hohe Belastung. Und das ist das eine. Das andere ist im Prinzip, es ist halt die Thematik, wir können es ja nicht ändern. Wir haben diese Spiele jetzt, wir haben diese verletzten Serie und wir haben es bis zum heutigen Tage gut gemacht. Deshalb wäre ich da nicht auf einmal irgendwas jetzt da großartig, da, dass wir auf einmal anfangen zum Unruhen werden. Wichtig wird sein, dass wir in der Bahn bleiben. Und das werden wir. Dankeschön. Habe ich doch noch, Herr Christian, Mikro kommt noch mal. Aber jetzt sind doch ein bisschen, die Situation ist schon ein bisschen neu. Jetzt ist der LASK, glaube ich, wie viele Punkte vorne? Ja, einen Punkt vorne. Jetzt ist man nur Dritter. Ja, und der WRC hat jetzt das bessere Torverhältnis, ist auch nur knapp. Also, was kann jetzt die Devise sein für die letzten 3 Runden? Alles raushauen, noch was da ist, das. Ist die Frage jetzt auch ernst gemeint oder auch Spaß? Bis vor 2 Runden. Ich habe heute eine Frage, aber es keiner verstanden, aber ich verstehe die Frage jetzt auch nicht, weil ich glaube, dass wir jetzt nach Graz fahren und sagen, wir wollen den Urdom sehen. Oder was verstehst du davor? Bis vor 2 Runden war man relativ dicht an Salzburg, war klar der erste Verfolger. Jetzt ist man kurz vor Schluss Dritter geworden und der WRC ist auch sehr nahe gekommen. Es kommt ja dazu, es macht es ja auch nicht leichter. Ja, aber ich glaube, du hast mir das schon zugehört, dass ich jetzt nicht wegen einem Spiel, das was passiert ist heute, dass man jetzt auf einmal ein Scherbengericht macht, sondern wir müssen unsere Kräfte bündeln und wir werden alles daran setzen, dass wir in den nächsten Spielen wieder zu unseren Toren kommen und vor allem auch Tore verhindern und dass wir zu Punkten kommen. Aber
Es ist jetzt falsch, dass man auf einmal jetzt wegen dem einen Spiel, das was weh tut, keine Frage, dass man auf einmal anfängt, alles in Frage zu stellen. Die Thematik war jetzt so, wie sie ist, und irgendwann kommt dann so ein Spiel. Und es ist heute gegen die beste Mannschaft passiert. Und nochmal, das ist eine gute Mannschaft. Trotzdem haben wir es ihnen zu leicht gemacht, eben bei diesen Bällen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Danke, einen kurzen Blick auf die Tabelle geworfen. Also Rapid lese 32 Punkte und WRC derzeit 28. Bitte Alex Huberth, eine Frage in der ersten Reihe, bitte. Bei den Geisterspielen merkt man es, wenn man so oben sitzt, dann noch mehr. Du hast dich sehr geärgert über den Ausgleich. Wenn man sich erinnert, WRC war eine ganz knappe Entscheidung durch ein ebenfalls knappes Abseits zum Siegestor. Kann man sagen, dass im Endeffekt alles irgendwie sich wieder ausgleicht und dass das, was man vielleicht irgendwann einmal Glück gehabt hat, dann irgendwann Pech hat? Siehst du sozusagen Rapid mit Glück und Pech, mit knappen Schiedsrichterentscheidungen im Mittel? Ja, das ist immer der Spruch, es gleicht sich aus, aber es ist ja so, dass wir im Herbst eigentlich Entscheidungen waren gegen uns. Ich meine, es ist eine enge Entscheidung und das ist halt so, es ist, weil da viel im Spiel gestanden ist und wir haben gewusst, wir sind gegen eins in Führung, dann passiert die Entscheidung, ist eine Fehlentscheidung. Natürlich ärgert es dich, ja, aber ich glaube, das kann passieren. Gegen WRC haben wir das Glück, aber ich denke, dass das mit Ausgleichen hin und her, ich kann nur ans letzte Jahr noch daran erinnern, wo wir in Wahrheit eigentlich gegen Sturm Graz im Playoff waren und wo wir den ÖV nicht singen. Und dann waren wahrscheinlich wir in der Euroleague gewesen. Ja? Also das ist nur ein Detail, aber grundsätzlich, dass ich mich da jetzt da so festlege und irgendwen was vorwerfe. Wir haben dann schon den Fehler gemacht, dass wir einfach nicht mehr die Bälle gut verteidigt haben. Ja? Also da gibt es jetzt keinen Vorwurf, aber ich glaube, wenn du eins auf vorn bist, will kein Trainer der Welt innerhalb kürzester Zeit den Ausgleich haben. Und dann darüber hinaus noch das 2-1. Ja. Und das war ärgerlich für uns. Warte bitte, Mikrofon, bitte, es kommt eh. Bitte kurz warten einfach, ja, bis das Mikrofon da ist, danke. Gut, hast du eine Erklärung dafür? Das ist in Deutschland auch so, bei uns auch so, dass bei Geisterspielen die Auswärtsmannschaften viel öfter gewinnen als normal. Das ist ein Trend in Deutschland, das ist ganz krass, bei uns ist es auch sehr krass. Ich habe da vor ein paar. Also ich habe es selber nur mitgekriegt laut den Statistiken, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendein Spieler, weil kein Zuschauer da ist, dass er besser performen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, also mit Zuschauern ist so, würde ich meinen, in unserem Fall mit den vielen Fans, dass vielleicht der eine oder andere, wenn er nicht gut im Spiel ist, dass er vielleicht dann unrund wird. Aber grundsätzlich sollte es ja einen Fußballer motivieren mit Zuschauern. Und ich habe auch keine Erklärung, warum es so ist, dass das eben Auswärtsmannschaften oftmals als Sieger vom Platz gingen. Aber ich kann nur für mich selber sagen, mir war es eigentlich wurscht, wo ich gespielt habe. Hauptsache, ich habe gespielt.